Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier einen Kramer KL714 Version 1.0. Der Mod hat gerade mal eine Größe von 22 MB. Schön geworden, muss man sagen. Ist auch im Mod-Hub verfügbar, hat Interaktiv-Control drin. Und es geht in ein paar verschiedene Variationen. Den gucken wir uns einfach mal an, zu finden bei den kleinen Traktoren das Ganze hier. Und ja, so sieht er aus. Wir gehen mal ein bisschen näher ran hier. Ich denke, das passt soweit auch hier. Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren hier. Sehr schön geworden. Ihn gibt es hier mit 75 PS, mit 100 PS. Das sind die zwei PS-Varianten. Reifenhersteller wäre hier in diesem Fall möglich mit Fredestein, Michelin, Continental, Mitas, BKT, wir gehen ein bisschen weiter weg hier, Trelleborg, Fredestein. So, Fredestein mit Standardreifen, mit Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Standardversion 2WD haben wir hier noch, Breitfredestein 2WD und wieder Standardreifen. Michelin wäre hier bei Standard mit Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Standard. Continental wäre mit Standard, Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten und vorne und wieder Standardreifen. Mitas mit Standardreifen, Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, wieder Standardreifen. BKT mit Standard, mit Pflegebereifung, Standard BKT 2WD Reifen und Standardreifen. Trelleborg haben wir hier mit Standard, Breitreifen, Zwillingsbereifung hinten und vorne, Pflegebereifung. Standard. So, dann haben wir hier noch ein paar Optionen bezüglich des Daches, bzw. des Überrollbügels. Könnt ihr hier machen. Sicherheitsbügel, so wie es jetzt aussieht, oder ihr habt noch die Möglichkeit mit dem Verdeck. Dann ist allerdings hier noch offen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist so. Und dann haben wir hier noch das Verdeck plus hier das zu ist. Und ihr könnt hier das vordere aufmachen, ihr könnt das hier auch vorher aufmachen. So. Und wir den Sicherheitsbügel. Die drei Ausstattungen habt ihr. Dann haben wir hier Ausstattung. Haben wir vorne noch diese Anbausache. Ist dran hier. Könnt ihr hinmachen oder nicht. Und wieder Standard, also sprich nichts. Dann habt ihr die Möglichkeiten, hier das Unterteil zu färben, wie ihr das halt gerade wollt. Na, in Blau, in Silber, wie auch immer ihr das wollt. Na. Und ihr habt die Hauptfarbe, könnt ihr dann noch ändern. Also verschiedene Möglichkeiten, noch ein dunkleres Rot, ein helleres Rot, je nachdem, was ihr halt so mögt. Ne? Felgenfarbe habt ihr auch noch ein paar Möglichkeiten, könnt ihr auch schwarz färben. Und dunkelrot zum Beispiel würde auch gehen. Kennzeichen könnt ihr auch hinmachen, vorne, hinten oder nur hinten, je nachdem, wie ihr das möchtet. So, gehen wir rein. Wie gesagt, bei kleinen Traktoren, so findet das ganze Ding. Ich habe jetzt hier mal die dunkle Variante genommen, hier sieht es wieder aus. Ich denke, da ist echt alles in Ordnung soweit. Feine Sache, das. Hinten das Verdeck sieht auch gut aus, finde ich. Ja. Und hier, wie gesagt, die Variante ohne dieses hier, dieser Schutz hier. Hier laufen auch ein paar Drähte noch rum. Und genau, gut. Hier also praktisch nichts. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel das Verdeck öffnen. Es hat auch beim Öffnen einen kleinen Sound und beim Schließen. Man hört es, glaube ich, ganz leicht im Hintergrund. Das kann man öffnen. Hier kann man dann, soweit ich gefunden habe, nichts öffnen. Also hier habt ihr die Anbaugeräte. Das probieren wir auch nachher gleich noch aus. So sieht dann das Teil hier aus. Ich denke, das passt auch soweit. Genau. So. Hier ist auch nichts mehr. Gucken wir mal hier hin. Sieht ziemlich gut aus hier hinten. Genau, und jetzt haben wir hier die Variante mit dem Verdeck und dem Schutz da unten noch angebaut. Und da können wir dann auch hier zum einen das Verdeck wieder öffnen. Auch mit Sound, wenn es zu und auf geht. Und hier unten könnt ihr dann auch noch klicken. Dann geht das Teil nämlich auch auf hier. Gut. So, dann würde ich jetzt sagen, wir gucken jetzt erstmal nach dem hier. Innen drin sieht die Sache so aus, also ohne Verdeck, nur mit diesem Schutzbügel. Ihr könnt hier nichts Großes machen, sieht einfach
so aus. Deshalb würde ich sagen, machen wir nicht lange dran rum, machen wir gleich mal den Motor an. Ich sehe auch die Füße funktionieren. Auch hier dreht sich was hier vorne. Ne? Hier drin die Zeiger funktionieren. Das hier wird auch, ihr seht hier, das bewegt sich, die Schaltung tut. Allerdings bewegen sich nur die Füße, die anbleiben im Lenkrad. Ich hoffe nur nicht, dass es zu laut ist. Auch das funktioniert hier. Könnt ihr eigentlich locker auflockig was vorne einbauen. Das ist kein Problem. Rückwärts fährt er zu 9. Ob das jetzt natürlich funktioniert, ist eine andere Frage. Ja, es würde funktionieren. Ob er es bedienen kann. Könnte vielleicht funktionieren. Schläuche sind auf jeden Fall eingestöpselt. Funktioniert soweit. So. Ob mehr Sound da ist. Habe jetzt nichts gehört. Oh. So, ja, würde ich sagen, wir gucken mal kurz, na, kleine Sekunde. So, da sind wir schon wieder. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Na, so sieht es dann innen aus hier. Man kann es natürlich auch innen, zum Beispiel das Verdeck öffnen, wenn man das möchte, natürlich, klar. Ja, geht auch. Sonst haben wir hier nichts. Soweit sieht hier eigentlich auch alles gut aus. Zumindest sehe ich jetzt eigentlich, was unnormal aussehen würde. Genau. Schön. Achso, was ich noch gucken wollte, ich schwung in die Spiegel. Ja, Spiegel funktionieren. Sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, geh mal raus, guck mal kurz rein. Ihr seht auch hier keinen Fehler momentan. Falls es doch so sein soll, dann kurz mir mitteilen. Denn manchmal übersieht man das halt wirklich. Ne? So, gehen wir nochmal rein in die Karre. So, nur noch der Blinker, die funktionieren. Die eine Seite funktioniert, die andere Seite, Warnblinker funktioniert auch. Vorne wie hinten, einwandfrei. Subi, dann machen wir einfach mal das Licht an. Ein Licht, na, ihr seht hier, funktioniert. Zwei Lichter funktionieren auch. Drei Lichter wieder alles aus. So, wir gehen auch mal innen reingucken. Ihr seht auch hier die Beleuchtung, funktioniert also auch schön, sehr schön. Die Zeiger, ja, man sieht sie. Ja. Wir schauen mal kurz noch da rein, wie es hier aussieht. Auch hier haben wir eine Beleuchtung und Blinker wird allerdings hier drin nicht angezeigt, okay. Und der Warnblinker wird aber angezeigt, ja. Sehr schön. Ja,
Fehler haben wir auch noch keinen. Okay, wenn es euch jetzt gefallen hat, lasst mal ein Däumchen da und dann sehen wir uns in Kürze wieder und dann schauen wir mal. Bis dann, macht's gut und ciao.